Als Verbrauchsmaterial bezeichnet World of Tanks Hilfsmittel, die einmalig für ein Gefecht eingesetzt werden können. Für jeden Panzer empfiehlt es sich, Verbandskasten, Werkzeugkasten und Feuerlöcher mitzunehmen. Diese wirken sofort, wenn sie benötigt werden, können aber nur ein einziges Mal verwendet werden. Die teurere Premium-Variante löscht Feuer automatisch oder repariert alle beschädigten Module auf einmal und gibt zusätzliche Boni auf die Lebenspunkte der Mannschaft, die Reparaturgeschwindigkeit oder setzt die Brandwahrscheinlichkeit des Motors herab. Andere Verbrauchsmaterialien sind Rationen, die die Leistung der Mannschaft erhöhen, oder Benzin, das die Leistung des Motors und die Turmdrehgeschwindigkeit anhebt. Diese sind das ganze Gefecht überwirksam. Manchen Nationen steht außerdem ein ausgebauter Drehzahlbegrenzer oder Qualitätsöl zur Verfügung, was ebenfalls die Motorleistung erhöht. War Thunder kennt keine Verbrauchsmaterialien. Reparaturset und Feuerlöscher sind Modifikationen, die zuerst erforscht werden müssen, bevor sie mit in die Schlacht genommen werden können. Der Verbandskasten wird als Verstärkung bezeichnet und ist gleichzusetzen mit dem Austausch eines getöteten Crewmitglieds. Die Erforschung der Modifikation bis Rang 3 nimmt bei höherstufigen Fahrzeugen einige Zeit in Anspruch. Immerhin kann man Modifikationen direkt für Golden Eagles erwerben, aber auch das geht ziemlich schnell richtig ins Geld. Außerdem wirken diese Modifikationen im Bedarfsfall nicht sofort, sondern die Reparatur dauert einige Sekunden. Dafür kann sie beliebig oft eingesetzt werden. Der Feuerlöscher ist nach zweimaliger Nutzung leer und Verstärkung bekommt man nur einmal pro Gefecht und Panzer. Generell empfiehlt sich der Einsatz nur dann, wenn man vor Beschuss sicher ist, also erst in Deckung fahren, dann Feuerlöschen. Hitpoints verliert man ja nicht und ohne HE-Munition explodiert man auch nicht sofort. Und das ist wieder der Aufhänger für ein weiteres Video zu den Munitionstypen. Allerdings könnte das noch etwas dauern, da ich diese Arbeit aufgrund der Komplexität etwas vor mir herschiebe. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit schaffen und wir sehen uns wieder. Bis dahin, fahrt vorsichtig.